So, was wir jetzt machen, jetzt gucken wir uns an elementare Datenstrukturen. Da gibt es eine ganze Reihe und da gucken wir jetzt mal kurz an, wie wir damit arbeiten, was die vielleicht für Eigenschaften haben. Interessant bei solchen Datenstrukturen ist ja immer, welche Operationen da gut drauf funktionieren. Ja, was geht irgendwie schnell, was dauert vielleicht ein bisschen länger. Letztendlich dienen die immer irgendwie zur Speicherung von irgendwelchen Daten im Rahmen meines Programmes. Ja, Sie verwenden das ja oder haben das schon verwendet in den ersten Semestern, wo Sie sich halt mit Einführung in Programmierung irgendwie in C, C++ oder Java beschäftigt haben. Wir gucken uns gleich zunächst mal so die primitiven Datentypen an und dann gucken wir uns an Stack, Queue und Liste, weil das sind Dinge, die man eigentlich immer wieder braucht. Da werden wir ein bisschen mit arbeiten. Ja, so diese primitiven Datentypen, wie gesagt, die haben Sie, denke ich, in den Programmiersprachen, die Sie bislang erlernt haben, irgendwie schon kennengelernt. Hier Int, Double, Character, Boolean, Float oder sowas. So ein strukturierter Datentyp, wo man halt beispielsweise elementare Objekte zusammenfasst, wie man das hier beispielsweise sieht bei so einer einfachen Struktur für eine Person, ja, die irgendwie beschrieben wird durch ein Alter, ein Gewicht und einen Namen beispielsweise. Da können Sie beliebige Sachen reinstecken. Feld oder Array haben Sie auch kennengelernt, also sozusagen endlich viel Speicherzellen eines einheitlichen Typs. Also hier beispielsweise ein Feld mit Integerwerten als Einträgen. Das ist das, was wir jetzt im Rahmen der Sortierung betrachten und wir wollen uns jetzt beschäftigen, also da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich weiß, bei diesen Programmiersprachen, die Sie kennengelernt haben, wie C++ oder Java, gibt es dann irgendwie auch komplexere Strukturen, sowas wie Map oder sowas, so ein assoziativer Speicher, wo Sie irgendwie einen Charakterwert beispielsweise reinstecken, auch wieder einen Charakterwert rausbekommen. Wir wollen uns aber ganz allgemein über abstrakte Datentypen kurz unterhalten. Was ist ein abstrakter Datentyp? Und als Beispiel werden wir uns anschauen Stack, Queue und Liste. Ja, was ist ein abstrakter Datentyp? Der bietet die Möglichkeit, Daten aufzunehmen. Dabei muss ich gar nicht genau wissen, wie die Daten jetzt letztendlich gespeichert sind, sondern mich interessiert eigentlich nur die Schnittstelle, die dann typischerweise über irgendwelche Funktionen oder Operationen bereitgestellt wird. Ich möchte beispielsweise ein neues Element aufnehmen. Ja, wir hatten ja in der ersten oder zweiten Veranstaltung haben wir ja schon mal sowas wie so ein Telefonbuch gemacht. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise einen Datentyp verwenden wollte, um so ein Telefonbuch zu erzeugen, um dann im nächsten Schritt neue Elemente einzutragen, muss ich mir halt überlegen, ja, wie kann ich denn jetzt ein neues Element einfügen? Bräuchte ich eine Routine für. Oder ich muss auf einen Datensatz zugreifen. Ja, ich gebe quasi einen Namen beispielsweise rein und möchte dazu gerne die Telefonnummer wissen. Wie das dann intern abgelegt ist, interessiert mich eigentlich gar nicht. Mich interessiert eigentlich nur, wie kann ich mit dem Datentyp arbeiten. Ich rede meistens von der Instanzierung eines abstrakten Datentypes, wenn ich jetzt sozusagen eine konkrete Ausprägung habe mit konkreten Daten. Ja, wenn ich beispielsweise sage, ich möchte jetzt einen Datentyp verwenden, nehmen wir sowas wie so eine Liste. Also so ganz vereinfacht sieht das in etwa irgendwie so aus. Ja, ich habe irgendwie hier sozusagen einen Zeiger drauf. Dann habe ich irgendwie Platz für Dinge, die ich speichern möchte. Ja, beispielsweise irgendwie einfach eine ID, sagen wir mal. Da können jetzt beliebig viele Daten dahinter hängen. Ja, und dann habe ich irgendwie einen Zeiger auf das nächste Element. Da steht dann wieder eine ID drin. Das ist ID 1, das ist ID 27. Und dann gibt es wieder einen Verweis auf ein nächstes Element, ID 13, und irgendwann ist dann mal irgendwie Schluss hier. Ja, das wäre ein Beispiel für eine Liste. Beispielsweise eine Personenliste, die Liste aller Studierenden, die die Veranstaltung Algorithmen und Datenstrukturen im Sommersemester 18 hier besuchen. Ja, stellen sich unter der ID ja, ihre Matrikelnummer vor. Ja, und dahinter haben wir dann noch irgendwie was mit Name, Vorname, Adresse und so weiter, E-Mail-Adresse. Ja, und wichtig ist ja, wie das intern verwaltet wird, interessiert mich gar nicht. Aber ich möchte beispielsweise einen neuen Studenten hinzufügen. Ich möchte
auf ein einzelnes Element zugreifen können, um dann irgendwie die E-Mail-Adresse rauszubekommen. Oder wenn irgendjemand feststellt, nee, der Kurs, der ist doch nichts für mich, ja, dann muss er irgendwie wieder gelöscht werden. Ja. Wie das mit dieser Verzeigung ausschaut, interessiert mich nicht. Mich interessiert sozusagen, wie kann ich damit arbeiten. Das heißt, ich muss so Routinen haben zum Löschen, zum Anlegen, um sozusagen so eine Instanz zu bilden. Genau. Also das verstehe ich unter so einem abstrakten Datentyp. Ja, und die typischen Operationen, ich glaube, die kommen jetzt. Nee, ach, primäres Interesse. Ja, unterstützte Operationen, Implementierung der Operationen, habe ich gerade gesagt. Also wir werden uns angucken, wie wir das halt auf den Datentyp implementieren können. Ja, typische Operation ist sowas wie Suchen. Also wenn S sozusagen die Menge der Elemente ist, die jetzt im Rahmen dieses Datentyps verwaltet werden, ja, und K ist irgendwie ein Key oder ein Schlüsselelement, ja, ich möchte gerne wissen, habe ich beispielsweise in dieser Liste, die ich da gerade habe, ja, das wäre dann das S, ja, ist da die Studentin Susi Meier. Ja? Oder die Studierende mit der Matrikelnummer 1234567. Ich möchte was Neues einfügen. Ja, das ist dann sozusagen der gesamte Datensatz, das X. Ich möchte vielleicht einen Datensatz löschen. Da würde eigentlich reichen, wenn ich das auch mit einem Schlüsselelement mache. Wenn ich eine Ordnung auf diesen Elementen habe, dann möchte ich vielleicht minimales und maximales Element bestimmen können. Was habe ich noch? Und ich möchte vielleicht, wenn es irgendwie eine Reihenfolge gibt, möchte ich vielleicht einen Vorgänger und einen Nachfolger haben. Ja? Keine Ahnung, was ist der Vorgänger, was ist der Nachfolger des Studierenden XYZ? Genau. Ja, und die eigentlichen Operationen beschreiben halt das Verhalten eines abstrakten Datentyps. Stack und Queue, haben Sie das schon mal gehört? Ist das auch irgendwie im ersten Semester dran gekommen? Kellerspeicher und so eine Schlange. Ich sage meistens Queue. Ja, wenn wir jetzt irgendwie, die bieten halt so grundlegende Operationen. Ja, bei so einem Kellerspeicher beispielsweise. Da können Sie nur von oben drauflegen und von oben wieder runternehmen. Bei einer Queue, wenn da Elemente drin sind, dann können Sie da hinten reinstecken und vorne rausnehmen. Und das genaue Verhalten, das kann ich einmal irgendwie hier über solche Abbildungen beschreiben. Da gebe ich zumindest an, was kommt rein und was kommt wieder raus. Also hier beispielsweise diese Einfügeoperation, die ich da eben hatte, ja, die wird sozusagen, das ist das Objekt und das ist sozusagen das neue Element, was ich eintragen möchte. Am Ende kommt wieder sozusagen aus der Liste oder die Liste bleibt weiter in der Liste. Oder ich kann es halt auch, wenn ich die konkreten Funktionen beschreiben möchte, dann kann ich das hier so axiomatisch machen, dass ich sage, ich habe so grundlegende Operationen auf diesen Datentypen, wie beispielsweise so ein Stack. Dann habe ich grundlegende Operationen wie Pop und Push. Und dann beschreibe ich hier über so eine Form, wie sich die Datentypen oder wie sich die Operationen verhalten. Ja, also wenn ich beispielsweise Push und Pop nacheinander ausführe, dann bleibt die ursprüngliche Eingabe unverändert. Ja, wir gucken uns diese beiden mal hier an. Stack als sozusagen LIFO-Speicher, Last In, First Out. Ich habe die beiden grundlegenden Operationen, Push und Pop. Ja, und das, was ich sozusagen als erstes eintrage, kann ich als letztes rausnehmen. Oder anders ausgedruckt, alles was ich zuletzt eingetragen habe, ja, last in, nehme ich als erstes wieder raus. Ja, also wenn Sie hier beispielsweise was eingetragen haben, A, C, D, ja, in der Reihenfolge, wenn das ganz unten steht, Sie können halt immer nur auf das oberste Element zugreifen. Als zweite ja, grundlegende Datenstruktur, wofür wir das brauchen können, sehen wir gleich noch, ist diese hier, die sogenannte Queue oder Schlange. Da haben Sie auch zwei Operationen, NQ und DQ. Ja, mit dem NQ schreiben Sie was rein. Ja, und Sie nehmen aber am anderen Ende wieder raus.
Das machen sie mit der Operation DQ. Ja, auch mit beiden kann man eigentlich ganz gut so Verarbeitungsreihenfolgen durchführen. Das wollen wir mal ganz kurz machen. Und zwar an dieser Stelle. Stellen Sie sich vor, Sie haben das Folgende. Sie möchten alle Elemente dieses Baumes bearbeiten. Ich habe jetzt irgendwie mal so ein Organigramm von irgendeiner Firma, bestehend aus, irgendwie haben wir eine Abteilungsleitung, dann haben wir irgendwie zwei Arbeitsteams da in dieser Organisationseinheit und dann gibt es irgendwie ein paar Angestellte. Und Sie möchten jetzt beispielsweise allen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine Gehaltserhöhung zukommen lassen. Stellen Sie sich vor, sozusagen an jedem Knoten ist halt quasi eine Person gespeichert. Das ist irgendwie so ein Hierarchieverhältnis. Okay, der ist Personalvorgesetzter von den beiden hier. Die wiederum sind Vorgesetzte von den beiden hier. Der leitet natürlich insgesamt auch das gesamte Team. Ja, und Sie möchten jetzt systematisch durch den Baum durchlaufen und dann irgendwas mit diesen Datensätzen machen. Und wenn wir uns vorstellen, beispielsweise die Gehaltsdaten sind da auch mit drin, ja, dann müssen wir halt einmal quer da durchgehen. Und das kann man ganz gut mit so einer Queue oder auch mit einem Stack organisieren, indem ich einfach sage, ich schreibe jetzt den sozusagen da rein. Fange ich mal hier vorne an. Das ist der Abteilungsleiter. Ja, dann mache ich, keine Ahnung, erhöhe ich das Gehalt um 3% beispielsweise und als weitere Operation nehme ich aber auch sozusagen seine beiden direkten Mitarbeiter, denen er sozusagen direkt vorgesetzt ist, trage ich dann auch in diese Queue ein. Das heißt, ich würde hier GL1 und GL2 eintragen. So, wenn der dann bearbeitet ist, schmeiße ich ihn raus. Ja, dann kommt der irgendwann hier wieder raus. Dann nehme ich, also ich schreibe immer hier rein und hier entnehme ich. Ja, dann kommt der dran, GL1. Der kriegt auch seine 3% Gehaltserhöhung und als nächste Operation trage ich auch ein diejenigen, die ihm halt direkt unterstellt sind. Das wären also A1 und A2. Der ist dann auch bearbeitet. Dann kommt der dran, der GL2, ja, der kriegt auch seine Gehaltserhöhung und ich trage auch seine Nachfolger ein oder seine Mitarbeiter A3, A4. Ja, also sozusagen die Verarbeitungsreihenfolge wird organisiert durch diese Queue an dieser Stelle. Und wenn ich mir jetzt mal angucke, das räume ich mal gerade wieder auf hier, die nehme ich auch mal weg. Wenn ich mir jetzt angucke, wie sozusagen die Bearbeitungsreihenfolge jetzt betrachtet auf diesen Baum verläuft, ja, dann würde ich ja wieder durchlaufen. Ich fange hier an. Ja, ich gucke mir jetzt an, sozusagen, wie die hier nach und nach bearbeitet werden. Ich fange mit AL an, dann gehe ich nach GL1, dann gehe ich nach GL2, dann gehe ich nach A1, A2, oder machen wir es mal so, A3 und A4. Eine gewisse Systematik in diesem Baum. Wenn ich das Ganze mit einem Stack mache, wie sieht das dann aus? Ich trage auch wieder irgendwie AL ein. Ja, der kriegt seine Gehaltserhöhung. Dann wird er hier sozusagen wieder entfernt. Genau, er wird entfernt. Ich lösche den jetzt einfach mal hier. Nee, das ist nicht gut, das ist nicht gut. So machen wir das. Stelle ich anders da. Also, das ist der Stack mit AL. Ja? Der wird bearbeitet und dann wird sozusagen, das ist der gleiche Stack, AL wird gelöscht und es wird eingetragen GL1 und GL2. Ja? Dann wird als nächstes, ja nicht GL1, sondern GL2 bearbeitet. Ich male das mal gleich hier sozusagen ein. Als erstes wird der bearbeitet. Ja, dann wird der bearbeitet.
Wenn GL2 bearbeitet wird, das GL1 bleibt hier unten stehen und wir tragen ein A3 und A4. Als nächstes wird bearbeitet der Knoten A4. Das ist der hier. Ja, der wird dann auch wieder mit seiner Gehaltserhöhung versehen, wird entnommen, dann kommt wieder GL1, dann wird A3 bearbeitet. Das heißt, wir gehen hier hin. Dann kommen wir hier hin. Dann haben wir nur noch GL1 auf dem Stack. Ja, auch der wird wieder entnommen, wird verarbeitet und dafür werden die beiden Nachfolger eingetragen. A1 und A2. Ja, und die werden dann auch beide bearbeitet. Und das heißt, wir gehen dann, wenn wir hier gewesen sind, das male ich auch nochmal anders ein. Ich male das mal als so einen Weg in diesen Baum hier ein, so. Dann gehen wir im Prinzip wieder hier hin. Dann gehen wir hier hin und dann gehen wir hier hin. Ganz andere Suchstrategie. Ja? Das nennt sich im Prinzip Breitensuche. Dass wir systematisch diesen Baum durchlaufen. Ja, wir fangen hier oben an. Fangen hier oben an und gehen dann sozusagen auf der nächsten Ebene einmal quer durch. Ja, wir hatten erst GL1 und GL2. Und dann kommen erst alle Elemente der nächsten Ebene. Ja, Breitensuche. Bei dem Dingen hier, da gehen wir erst in die Tiefe rein. Das ganze Ding schimpft sich Tiefensuche. Also ich gehe erst sozusagen von hier runter. Und jetzt gehe ich nicht nach links zum nächsten Nachbarn auf gleicher Ebene, sondern ich gehe weiter nach unten. Und wenn ich unter A4 auch noch weitere Nachfolger oder Nachfolgerinnen hätte, dann würde ich da auch weiter runter gehen, bevor ich wieder irgendwas hier oben mache. Ja, also zwei komplett unterschiedliche Suchstrategien. Ja. Und das ist irgendwie wichtig, dass man da mit einer gewissen Systematik durchgeht, wenn ich an alle Knoten dran muss. Ja, ja, gucken wir uns diese Operationen oder die Datentypen ganz kurz an. Ich gehe da jetzt relativ schnell drüber, weil das haben Sie ja vielleicht auch im ersten Semester schon gemacht, aber so ein bisschen Redundanz schadet ja auch nicht. Wir betrachten jetzt im Prinzip T ist irgendwie ein Typ. Das sind sozusagen die Objekte, die im Rahmen des Stacks oder mithilfe des Stacks verwaltet werden, die wir da also sozusagen reinstecken. Wir machen das meistens mit numerischen Werten oder von mir aus auch mit irgendwelchen Zeichenketten. Ja, und S ist jetzt die Menge der Stacks von Elementen dieses Typs. Ja, und dann haben wir als Operation auf so einem Stack, wir müssen einen Stack anlegen können. Wir müssen prüfen können, ob ein Stack leer ist oder nicht. Dann müssen wir was draufpacken können, Push, wobei hier sehen wir erstmal nur sozusagen die Schnittstelle, also S, Kreuz T, das sind sozusagen die beiden Eingabeparameter und im Ergebnis kriegen wir wieder einen Stack raus. Pop funktioniert nicht auf einem leeren Stack, ja, darum ist hier sozusagen dieses Create irgendwie ausgeblendet und Top liefert auch kein vernünftiges Ergebnis. Da soll das oberste Element werden. Pop soll ein Element runternehmen. Ja, also beide liefern keine vernünftigen Ergebnisse, wenn der Stack leer ist. Und wenn das aber nicht der Fall ist, dann kommt hier auch wieder ein Stack. Ja, ist einfach nur ein Stack mit einem Element weniger. Und hier kommt halt einfach das oberste Element zurück. Ja, diese Funktionen selbst werden beschrieben letztendlich durch diese Axiome. Ja, dass wir sagen, okay, empty. Angewandt auf ein Create, also sozusagen die Methode zum Erzeugen eines Stacks, liefert halt True. Empty angewandt auf Push, S, X ist False. Push gefolgt von Pop lässt die Eingabe oder lässt das, die Situation unverändert. Ja, und wenn ich ein X auf einen Stack draufpacke mit der Operation Push, dann liefert das Top sozusagen genau dieses Element wieder zurück. Ja, das ist sozusagen eine vollständige Beschreibung dieses Stacks. Und dann mal gucken, genau. Und was ich auch irgendwie, was wir auch zulassen, ist, dass ich beispielsweise mehrere Push-Operationen hier verknüpfe. Das passt doch irgendwie, das ist doch Unsinn hier. Ich glaube, das ist Unsinn. Ne? Also Push, das macht irgendwie keinen Sinn.
Push angewandt sozusagen mit einem leeren Element oder mit nichts, das bleibt, lässt das unverändert. Ja, und wenn ich sozusagen Push habe mit mehreren Elementen, die ich da drauf packe, das ist einfach eine Folge von Push-Operationen, wo jedes Element sozusagen einzeln angewandt wird. Hier fehlt auch was. Das passt. Nee, doch, das passt. Das passt. Ich habe gerade gesagt, das wird sozusagen von außen nach innen bearbeitet. Das ist natürlich Quatsch, das wird von innen nach außen bearbeitet. Ja, also sonst kann ich das ja gar nicht auflösen. Das ist hier Unsinn, was ich geschrieben habe. Zack, weg. Also bei dem Ergebnis hier, das wird von innen nach außen bearbeitet. Das heißt, da steht dann x1, x2 und so weiter und oben steht xk. Ja, also als erstes wird sozusagen das hier irgendwie aufgelöst. Das ist das Ergebnis des Stacks am Ende. So, jetzt gucken wir uns kurz an, wie ich den implementieren kann. Da habe ich mehrere Möglichkeiten für. Also ich möchte das jetzt sozusagen nachbilden, ja, so ein Stack. Wie kann ich den sozusagen darstellen? Mit beispielsweise könnte ich mir überlegen, ich könnte das als Liste machen. Also wenn wir jetzt mal in C denken, ja. Als Liste, irgendwie so mit verzeigerten Strukturen. Oder ich kann es auch sehr schön als Array machen. Und zwar wie folgt. Wenn ich es als Array mache, habe ich natürlich die Rahmenbedingung, dass ich eine maximale Elementanzahl habe. Ja, weil ich muss das Array irgendwie initialisieren. Und ansonsten, sagen wir so, muss ich es halt hinterher vergrößern. Geht auch. Die Einträge habe ich als A1 bis AN. Der Stack Pointer Top A verweist auf das zuletzt eingefügte Element. Ja, wenn ich das als 0 setze, ist der Stack leer. Top von A ist das oberste Element. Ja, und das selbst ist natürlich einfach nur ein numerischer Wert zwischen 1 und n, beziehungsweise 0 und n minus 1. Wenn ich jetzt irgendwie, je nachdem, wie ich mein Array halt verwalte. C ist es von 0 bis n minus 1. So, und wenn ich jetzt hier beispielsweise ein neues Element eintrage, ja, dann wird einfach nur dieses Top von A, das ist der einzige Wert, den ich mir irgendwie speichern muss. Ja, also das Array und diesen Wert. Ja, und schon kann ich damit operieren. Jetzt muss ich mir überlegen, wie kann ich dann das Verhalten des Stacks, also diese Operationen Push und Pop, wie kann ich die realisieren? Naja, das Erzeugen geht relativ einfach. Ich sage einfach, ich lege mir das Array an, ja, und sage, Top von A ist 0. Ja, erster Eintrag. Oder wenn das Array ab 1 losgeht, ist es halt 1. Empty, ja, da gucke ich mir einfach an, ob das sozusagen der Wert 0 bzw. 1 ist, wenn es ab 1 anfängt, hat oder nicht. Und in dem Fall liefere ich halt entsprechend True oder False zurück. So, Element draufpacken. Naja, ich muss erstmal wissen, wie groß ist mein, darf mein Array überhaupt werden oder mein Stack überhaupt werden. Sprich, wie viele Elemente kann ich in meinem Array unterbringen. Ja, und wenn das irgendwie eintritt, dass das größer ist, als das Array Platz bietet, dann gebe ich entweder einen Fehler aus oder ich muss halt irgendwie neuen Speicherplatz allokieren, irgendwie einmal umhängen. Also auf jeden Fall kann ich es nicht direkt eintragen. Und ansonsten trage ich einfach ein. Ja, ich inkrementiere einfach sozusagen diesen Zeiger auf das oberste Stack-Element und dann setze ich das neu. Ja, das X trage ich ein und das kommt einfach an die Stelle. Pop, genau das Gleiche. Wenn das Ding leer ist, dann kann ich nichts mehr runternehmen. Und ansonsten ja, hole ich mir das oberste Element. Das mache ich quasi hier, das liefere ich zurück. Und ich muss halt diesen Zeiger auf das oberste Stack-Element entsprechend anpassen. Hier also einfach um 1 reduzieren. Also relativ einfache Operation oder relativ einfache Möglichkeit, so einen Stack zu realisieren. Jetzt kann man sich noch überlegen, wie aufwendig ist das Ganze. Genau, Top brauchen wir auch noch. Einfach Zugriff auf das oberste Element. Ja, wie aufwendig sind die Operationen? Wir interessieren uns ja immer für Effizienz, das heißt, diese ganzen Operationen, die wir hier machen, die sollen auch effizient passieren. Wie viel Zeit brauche ich dafür?
Wunderbar. Wie viel Zeit brauche ich hierfür? Sagen Sie jetzt 5 mal O von 1, ja? Auch konstant. Ja, da habe ich keine Schleifen drin, ich kann direkt darauf zugreifen, ist O von 1 konstanter Aufwand. Wie sieht das hier aus? O von 1. Ja, auch direkter Zugriff hier überall. Ja, ist nichts Schlimmes hier, irgendwie 1-2 Operationen, alles konstanter Aufwand, insgesamt O von 1. Hier auch, empty haben wir gerade ja gehabt, ne? Das ist O von 1, hier passiert auch nichts Schlimmes mehr, auch O von 1. Top, genau das gleiche, O von 1. Also Realisierung eines Texts quasi im konstanten Zeitaufwand. So, das gleiche nochmal für eine Queue oder Schlange. Ja, auch da haben wir eine Reihe von Operationen. Die Operationen sind einmal Create, brauchen wir, um das Ding zu erzeugen. Empty, um zu prüfen, ob es leer ist. NQ für das Eintragen, DQ für das Entnehmen und Front, um das vorderste Element sozusagen zurückzugeben, aber es nicht zu entfernen. Die Axiome sind diese hier, ja, empty von create liefert true, empty von enq liefert false, weil ich halt das x hier in diese q eintrage. DQ und enq heben sich auf. Genau, hier sozusagen der Fall, dass ich mit einer leeren Schlange da reingehe. Hier habe ich bereits eine Schlange, trage Element x ein, nehme es wieder raus. Genau, und die Reihenfolge ist egal, ja, weil ich ja sozusagen, das ist jetzt anders als eben in dem Fall des Tags. Ja, wenn ich da was eintrage und wieder rausnehme, mache ich das ja sozusagen an gleicher Stelle. Da wir aber hier an einer Stelle einfügen, an einer anderen Stelle entnehmen, ist die Reihenfolge hier egal, in der ich NQ und DQ ausführe. So, NQ, X in eine leere Schlange, liefert durch Front das genau dieses Ergebnis. Und entsprechend hier auch NQ, QX, trage ich ein X in diesen Keller, in diese Schlange ein. Das kommt halt, nee, das ist noch was anderes. Genau, das trage ich ja hinten ein, sozusagen. Ja, das trage ich hier ein, hier kommt das X rein. Dadurch bleibt natürlich sozusagen die Front hier vorne unverändert. Und das steht im Prinzip hier. Ja. Also ich kann das Ganze wieder verketten, indem ich sozusagen mehrere Operationen hier eintrage. Ja, und auch das würde jetzt liefern x1, x2, x3. Also von hier hinten tragen wir ein, hier vorne nehmen wir raus. Ja, also das hier. Bis zum Wert xk. Auch da gucken wir uns an, wie wir das realisieren können, auch mit einem Array oder sogenannt als Ringpuffer. Auch da haben wir, sagen wir jetzt hier beispielsweise, ein Feld der Größe 12 oder also ein Feld der Größe n. Und wir haben im Prinzip zwei Markierungen. Ja, eben hatten wir nur eine, hatten wir dieses Feld oder diesen Wert top. Hier habe ich jetzt sozusagen einmal den Head. Das ist das Ding hier vorne. Und ich habe irgendwie Tail. Und wenn ich jetzt auf das vorderste Element zugreife, ist das Ding relevant. Und wenn ich hinten was eintrage, ist das Ding relevant. Und wenn ich jetzt beispielsweise hier, muss ich gerade mal gucken. Ach so, genau. Da überlegen wir uns jetzt, wenn wir die Werte hier eintragen, was kommt da raus? Wie muss ich jetzt hier eintragen? Was meinen Sie? Wo kommt die 3 hin? Hinter die 4. Genau. Die 2, dann hier. So, jetzt wird es spannend. Wo kommt jetzt die 19 hin? Also mein, ja, jetzt, das habe ich Ihnen ja noch nicht gesagt, aber was raten Sie denn? Es ist ja noch Platz im Array. Ich könnte die ja mal hier vorne eintragen und dann tragen wir hier mal die 13 ein. Ja? Also dann hätten wir die Situation, hier ist nach wie vor Head. Hier hätten wir sozusagen das erste freie Feld, in das ich eintragen kann, das wäre irgendwie Tail. Wir gucken uns gleich an, was passiert, wenn das jetzt irgendwie voll wird und warum das so funktioniert. Ja, und wenn wir jetzt hier entnehmen, das ist wichtig, DQA würde halt der Wert geliefert werden. Ja. Und
was sich dann verändert, der Head geht dann da drauf und Tail bleibt, genau, Tail würde da an der Stelle dann hier bleiben. Ja, da passiert gar nichts mit. So, gucken wir uns mal an, wie wir das irgendwie realisieren können in dieser Art und Weise. Also wir setzen sozusagen den Kopf und den Tail auf 1. Empty, wenn die beiden gleich sind, dann ist die Schlange leer, ansonsten ist sie nicht leer und wir liefern entsprechend das Ergebnis zurück. Ist auch noch, glaube ich, relativ einsichtig. So, wenn wir jetzt eintragen, müssen wir uns halt ein bisschen genauer angucken. So, wenn wir, keine Ahnung, das ist unser Feld, das geht, sagen wir, bis hier. Wenn das die Situation wäre, so, Vorschlag für das NQ ist, wir tragen das Element X an die Stelle ein, auf die das Tail zeigt, ja, und setzen dann das Tail um einen weiter modulo der Länge dieses Arrays. Das heißt, wenn wir am Ende angekommen sind, fangen wir vorne wieder an. Das heißt, das wäre unkritisch. Sagen wir mal hier irgendwie 7, 8, 9, 10, 11, 12 ein. Ja, dann wäre die Situation, dass wir das Tail hier haben. Was passiert jetzt, wenn wir was eintragen wollen? Naja, Head ist gleich Tail von 1. Das passt. Eigentlich habe ich noch Platz. Nee, das kriege ich so nicht hin. Das muss ich anders machen. Also ich muss irgendwie, das muss, wenn die gleich sind. Und ich muss mir irgendwie zusätzlich merken, das passt nicht. Ich habe ja hier noch ein Feld Platz. Tail plus 1 ist Head. Also das kriege ich so einfach nicht hin. Das muss ich anders machen. Weil ich hatte ja eben auch den Fall, wenn die beiden gleich sind, dann ist es leer. Das ist nicht zwangsläufig der Fall. Also den Fall muss ich irgendwie unterscheiden. Muss ich mir irgendwie zusätzlich merken, dass ich schon was eingetragen habe. Also hier könnte ich jetzt noch was eintragen. Tragen wir mal irgendwie die 13 ein. Dann würde der hier hierhin zeigen. So, ich muss mir jetzt zusätzlich merken, dass das Ding nicht leer ist. Okay, wenn ich jetzt was eintragen wollte, dann würde ich jetzt hier einen Overflow angeben. Ja, das macht auch irgendwie Sinn. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn ich wieder abbauen will. Wenn ich jetzt abbaue, ja, dann muss ich im Prinzip hier das Head auslesen und dann quasi das löschen und dann zeigt der dahin. Dann ist auch wieder alles gut. Dann habe ich hier Platz an dieser Stelle. Ja, der ist hier und diese Bedingung wäre auch erfüllt. Da könnte ich also ein weiteres Element eintragen. Das heißt, dieses Head, das wandert sozusagen dann mit jeder Entnahme, wandert das immer weiter nach rechts und fängt dann auch irgendwann hier vorne wieder an. Ja, das heißt, das muss ähnlich sein. Das DQ, wie gesagt, diese Abbruchbedingung hier, das passt irgendwie nicht, da muss eine zusätzliche Bedingung rein. Und ansonsten lesen wir einfach das Element aus, ja, und den setzen wir um einen weiter. Genau. Ja, Front lese ich einfach das Element hier aus und habe das auch fertig. Genau, ich kann das alternativ machen, auch irgendwie über eine verkettete Liste. Wenn ich das mit so einem Array mache, als Ringpuffer, dann habe ich natürlich auch die Arraygröße als Begrenzung für die Anzahl der Elemente. Ist natürlich irgendwie sehr schnell. Bei einer verketteten Liste, ja, da habe ich irgendwie so eine Darstellung, dass ich einfach sage, okay, ich habe hier einfach verkettete Liste, jetzt hier mal ein bisschen vereinfacht dargestellt, das sind die Elemente. Ich habe einfach einen Zeiger auf den Anfang der Schlange, einen Zeiger auf das Ende der Schlange. Ja, und wenn ich jetzt hier entnehme, den Zeiger muss ich dann halt einfach entsprechend umhängen auf das Element. Und wenn ich hier ein neues Element einfüge, dann erzeuge ich das und biege den um. Ja. Also auch das geht relativ einfach. Was haben wir noch hier? Datentyp Array. Unsortiertes Feld. Ja, vielleicht ganz kurz noch. Wie sieht das hier aus? Bei einem Array, beliebiges Array, so wie wir das bislang auch schon kennengelernt haben, ja, oder was Sie schon verwenden. Und wir haben keine weiteren Informationen bei diesem Array. Wie groß ist der Aufwand für diese Operation? Wie lange brauchen Sie, um ein bestimmtes Element zu finden?
U von N. Warum U von N? Ich muss einmal komplett durchsuchen. Ne? Genau. Wie sieht es aus beim Insert? Ich brauche einfach nur eine freie Stelle. Und dann kann ich da aber direkt eintragen. Das wäre O von 1. Wie sieht es aus mit dem Löschen? Wenn ich den Index direkt habe, also hier müsste ich eigentlich sagen, ne, passt schon, wenn ich den Index kenne, dann geht das auch in O von 1. Wenn ich aber ein bestimmtes Element löschen möchte, dann muss ich es gegebenenfalls erst suchen. Das heißt, da haben wir auch wieder linearen Aufwand. Wie sieht es aus mit Min und Max? Das ist auch O von N. Die müssen wir erstmal ermitteln. Dafür müssen wir einmal durchgehen. Ja, Nachfolger, Vorgänger, Successor, Predecessor, hängt davon ab, sozusagen den Index kann ich natürlich direkt den nächsten wählen, aber wenn ich jetzt ein bestimmtes Element suche, muss ich da auch irgendwie durchlaufen. Ja. Wie sieht das aus, wenn ich ein sortiertes Feld habe? Wie ist dann der Aufwand? Das ist O von log n. Ne, das war dieses Telefonbuch. Binäre Suche. Wir schlagen in der Mitte auf, also wir gehen erst in der Mitte. Ja, und wenn das gesuchte Element größer ist als das, was ich gefunden habe, gehe ich weiter. Ja. Einfügen. Sie möchten da gerne das Element 3 einfügen. Wie aufwendig ist das? Also finden der Position O von log n. So, nun ist da dummerweise kein Platz mehr. Was muss ich machen? Ich müsste jetzt alle diese Elemente hier, ja, sozusagen, die muss ich um einen nach rechts verschieben, um da Platz zu schaffen. Wie viel Zeit brauche ich dafür? Wir denken immer nur ganz grob Worst Case. Worst Case wäre, ich füge vorne ein. Das heißt, eventuell müssen wir alle Elemente anpacken. O von n. Ja. Das heißt, einfügen dauert auch irgendwie O von n. Ist relativ lange. Delete. Wie sieht es aus mit dem Delete? Wenn ich sage, ich lösche jetzt hier nicht die, trage nicht die 3 ein, sondern ich möchte die 5 rauslöschen. Ja. Ich könnte jetzt sagen, ich lasse da Lücken drin. Wenn ich aber keine Lücken haben möchte, müsste ich die dann sozusagen alle wieder nach links schieben. Ja, das heißt, da hätten wir auch O von N. Also hier haben wir O von N. Minimum, Maximum. Wie schnell geht das? O von 1. Ja, das eine ist das erste Element und das andere ist das letzte Element. Und Nachfolger, Vorgänger. Ja, wenn ich jetzt sozusagen die Position kenne, kann ich dann natürlich auch mit O von 1 drauf zugreifen. Ja?